Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie hier im Gemeindezentrum Woltersdorf-Kitzladen ganz herzlich begrüßen. Ein ganz herzlicher Gruß gilt natürlich dem Autor dieses Buches, Herrn Wolfgang Freitag. Herzlich willkommen. Bekanntlich wurde im Jahr 1993 die Roma und Sinti als sechste Volksgruppe anerkannt. Nur zwei Jahre später, 1995, ereignete sich das schreckliche Rohrbombenattentat in Oberwart, wo vier Menschen durch tragische Weise ihr Leben lassen mussten. Seither fand auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft statt. Der nunmehr ehemalige Landeshauptmann Nissel hat einmal gesagt, wer die Vergangenheit nicht sieht, wird auch blind für die Gegenwart und die Zukunft. Und dieses Bewusstsein brauchen wir für ein friedliches Miteinander. Und nun freuen wir uns auf die Buchvorstellung und die Hintergründe zum Fall Karl Horvath. Auf dieser Karte sehen Sie im Großen und Ganzen die unter Anführungszeichen Wanderung oder Migration von verschiedenen Roma-Gruppen, die ihre ursprüngliche Heimat im Punjab in Indien, in Nordindien hatten und die aus Gründen, die nicht ganz genau erforscht sind, in mehreren Wellen von dort ausgewandert sind. Wir wissen über die Sprachforschung, das heißt, Sprachforscher schauen sich die Sprache der Roma an und erkennen dort Bestandteile von verschiedenen anderen historischen Sprachen, wissen wir in etwa, wie diese Wanderung sich abgespielt hat. Es ist eben gegangen über den Iran, Syrien, Armenien, das Osmanische Reich damals noch und dann in Richtung Griechenland. Aus Griechenland kommen dann Roma-Gruppen in Richtung Zentraleuropa, in Richtung, anfangs an in Richtung Balkan. Und auf dieser Karte erkennen Sie, oder können Sie hoffentlich auch hinten erkennen, zu welchen Zeiten in ungefähr Roma in Mitteleuropa angekommen sind. Hier ist angeführt Augsburg zum Beispiel 1419, Zürich 1417, Bologna 1422, Frankfurt 1418. Das heißt, in dieser Zeit tauchen erste, meistens kleinere Roma-Gruppen an verschiedenen Orten auf und werden, und diese Tatsache, dass da auf einmal Menschen kommen, von denen die mittelalterliche Bevölkerung natürlich keine Ahnung hat, wo die herkommen, das wird dann auch irgendwo in Dokumenten und so weiter niedergeschrieben. Also Ägypten, Egypts, Gypsies, so könnte diese Wortentwicklung sich abgespielt haben. Dazu kommt eventuell eine andere Variante, die auch im Gespräch ist. Vagabundierende Gruppen waren damals nicht unbedingt sehr beliebt. Allerdings war es was anderes, wenn man gesagt hat, man befindet sich auf einer Wallfahrt. Ja? Und diese Leute haben das natürlich gemerkt und haben gesagt, sie sind Wallfahrer, Pilger aus Ägypten. Ägypten war den meisten Leuten damals schon ein Begriff. Mit der Ankunft von Roma in Zentraleuropa beginnt auch die Verfolgung. Wobei man da sagen muss, es war immer ein Wechselspiel zwischen Duldung und Vertreibung. Duldung, warum? Weil man die Leute gebraucht hat. Die Roma haben verschiedene Fertigkeiten, vor allem handwerkliche Fertigkeiten gehabt, für die es hier in unserer Region oder in Europa Bedarf gab. Wenn dieser Bedarf vorhanden war, hat man gesagt, ja, ist natürlich schön, wenn ihr da seid. Wenn es zum Beispiel gute Pferdezüchter waren, dann macht es einen Sinn, vor allem in Zeiten, wo das Hauptverkehrsmittel und vor allem auch für Kriegsgeschichten Pferde ganz enorm wichtig waren. Auf Feldzügen braucht man Waffenschmiede, die ohne eine befestigte Schmiede Waffen reparieren können, herstellen können und so weiter. Das konnten Roma. Aber wenn dieser Bedarf nicht gegeben war, dann hat man sie eben wieder als Fremde identifiziert und nachdem sie
zu dieser Zeit damals noch nicht sesshaft waren, hat man versucht, diese Menschen außer Landes zu schaffen, mit verschiedenen, zum Teil extrem rigiden Methoden bis hin zu Ermordung, Brandmarkung, Amputationen von Gliedmaßen oder von Ohren und so weiter. Interessantes Dokument finden wir in Oberwart, in der reformierten Kirche ist es deponiert. Und zwar ist es ein Schutzbrief vom 15. Februar 1674, ausgestellt vom Graf Christoph Batjani in Rechnitz. In diesem Schutzbrief, also so schaut so ein Dokument aus dieser Zeit aus, schwer zu lesen heute, deswegen, wer es dann nachher anschauen will, habe ich das im Wortlaut noch einmal abgebildet, wird eben definiert, dass der Christoph Batjani, was der alles ist, dem Voivoden, also sozusagen dem Anführer Martin Czarkösy und dessen Gruppe, Schutz anbietet in seinen Ländern. Dafür müssen die allerdings ihm Tribut bezahlen. Ja, also dieser Schutz, das ist keine humanitäre Geste, sondern die zahlen Steuern in Form zum Beispiel von Geld oder einem guten Ross. Schutzbrief und auf der anderen Seite eben offenes Patent. Ich lese kurz vor, alle im Land herumstreifenden Zigeuner, das sind natürlich historische Texte, heute verwenden wir im Allgemeinen das Wort nicht mehr, samt ihren Frauen und Kindern und anderem Gesindel seien des Landes zu verweisen, Männer, die in flagranti erwischt würden und Frauen, die ohne ihren richtigen Ehemann angetroffen würden, sollten ohne Prozess und Urteil sofort mit dem Schwert hingerichtet werden. Frauen, die ordentlich verehelicht seien und ihren Männern folgten, weiters Söhne und Töchter bis zum 18. Lebensjahr, die mit ihren Eltern zögen, sollten nicht hingerichtet, aber lebenslänglich eingesperrt und zur Arbeit kondemniert, also verurteilt werden. Und von deren Kindern sollten in die Spitäler oder in Dienst getan werden. Also die Kinder werden ihnen weggenommen und in verschiedene Einrichtungen überstellt. 1689. Ist der gebürtige Wiener, was hast du denn gemacht, bevor du dieses Buch gemacht hast? Ich mache eigentlich, seit ich in irgendeiner Form berufstätig bin, Journalismus und sonst nichts. Davor habe ich allerdings etwas gemacht, was wahrscheinlich etwas ungewöhnlich ist. Ich habe nämlich Agrarökonomik auf der Universität für Bodenkultur studiert. Also das ist mein Zugang, kommt von einer ganz anderen Seite. Ich bin aber jetzt seit mittlerweile 1984, also schon eine geraume Zeit als Journalist tätig. Das heißt, du hast dich früher oder im Vorfeld mit diesem Thema Roma-Zigeuner nicht beschäftigt gehabt? Nein, absolut überhaupt nicht. Mein Zugang, mein Weg auch dahin war ein komplett anderer. Der Beginn der ganzen Geschichte ist eine Recherche über das Konzentrationslager Gusen. Das Konzentrationslager Gusen ist sozusagen der unbekannte Zwilling von Mauthausen. Mauthausen bestand nicht aus einem Lager und es abgesehen von den ganzen Nebenlagern, die über halb Österreich verstreut waren, bestand Mauthausen selbst als Organisation aus zwei Lagern eigentlich. Mauthausen liegt ja am Berg und im Tal unten lag das Konzentrationslager Gusen, das von der Anzahl der Häftlinge praktisch identisch groß war wie Mauthausen selbst. Auf diese Lebensgeschichte von diesem Karl Horvath bist du dann zufällig gekommen oder war das schon ein Auftrag irgendwie? Und wie war das dann? Wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann irgendwie hineingekippt? Was hat dich fasziniert und wie muss man sich die Recherche und die Arbeit daran dann vorstellen? Die Sache war die, dass ich im Zusammenhang mit Gusen auf eine Publikation über die österreichische Nachkriegsjustiz gestoßen bin, in der einige Prozesse vor dem Volksgericht Linz aus den Jahren 46, 47, 48 skizziert sind und unter anderem war in dieser Publikation eben auch dieser Prozess gegen den Karl Horvath, der für mich
eine sehr eigenartige, merkwürdige Charakteristik hatte. Es war einer, der vom Gericht Zigeuner genannt wurde, ein Angeklagter. Es gab eine Reihe von Zeugen gegen ihn, die ihm vorgeworfen haben, er habe andere KZ-Häftlinge während seiner Zeit im KZ gequält oder sogar getötet. Also es gab eine Zeugenaussage, die hat behauptet, ja, der hat 300 oder 400 KZ-Häftlinge umgebracht. Es gab eine Reihe von Zeugen, die gesagt haben, das war nicht der, das ist eine Verwechslung. Die allesamt waren sogenannte Rotspanier, also eigentlich Franco-Flüchtlinge gewesen. Und das Ganze vor einem ein Verfahren, vor einem Publikum, das zu einem nicht unwesentlichen Teil zu der Zeit eigentlich aus Nazis bestand.